Sein neues Segelrevier, der Ruhrsee in der Eifel. Sein altes an der amerikanischen Ostküste nahe der Elite-Universität Harvard hat Hendrik Blum vor einem halben Jahr aufgegeben, zugunsten einer Professur in Aachen. In vieler Hinsicht forscht sich's in den USA auch nicht so viel besser. Also es wird hier oft unterbewertet, wie gut es einem eigentlich geht. Gerade was die Finanzierung angeht, kann man nicht viel klagen. Was natürlich ein Unterschied ist, ist, dass in Stanford und Harvard sehr viele gute Leute auf einem Haufen sind. Und hier muss man sich den ein bisschen mehr zusammensuchen. Seit März ist der 31-jährige Professor für experimentelle Festkörperphysik in Aachen. Sein Institut noch im Aufbau. Die Labore ein Provisorium. Doch das wird sich bald ändern, dank des Alfred-Krupp-Förderpreises. Der Preis ist mit 1 Million Euro dotiert und soll jungen Hochschullehrern helfen, unabhängig von öffentlichen Geldern ihre Forschung voranzutreiben. Ziel unserer Forschung ist, einen Quantencomputer zu entwickeln. Wir versprechen uns davon, erheblich größere Geschwindigkeiten zu erzielen, als mit klassischen Computern möglich ist. Es gibt so weltweit 4 Gruppen, die wirklich auf dem gleichen Niveau und mit der gleichen Zielsetzung oder vergleichbarer Zielsetzung arbeiten wie wir. Es ist sicher ein Wettrennen in gewisser Hinsicht. Oft sprechen wir von einem freundlichen Wettbewerb. Man täuscht sich aus, freut sich, wenn man schöne Ergebnisse hat. Aber ist natürlich auch froh, wenn man vorne die Nase vorne hat und was geleistet hat oder die anderen so ein bisschen ausgestochen. Die Bauteile, an denen Hendrik Blum forscht, nennen sich Halbleiter-Spinquits und nutzen die quantenmechanische Eigenschaft von Teilchen. Auf einem Halbleiterchip werden einzelne Elektronen festgehalten. Die Elektronen verfügen über einen Eigendrehimpuls, den Spin. Das Besondere an der Quantenwelt, die Elektronen können sich gleichzeitig sowohl links wie auch rechts herumdrehen. Dadurch können sie mehrere Informationen gleichzeitig darstellen. Mit ihnen ist ein Computer denkbar, der um ein Vielfaches schneller wäre als die heutigen Rechner. Denn sie können immer nur eine Information nach der anderen erfassen. So eine gewisse Analogie, die ich manchmal ganz gerne verwende, ist sowas wie ein Würfel, den man in einen Würfelbecher steckt und etwas schüttelt. Und dann weiß man eben nicht, ob jetzt die 1 oder die 6 oben ist. Und in diesem Sinne ist dieser Würfel in so einer Mischung von Zuständen. So ähnlich ist das auch in der Quantenmechanik, bloß kommt eben nochmal zusätzliche Informationen dazu. Es ist eben nicht rein zufällig, sondern etwas mehr dabei. Das ist die sogenannte Phase. Die Gesetze der Quantenmechanik kann der Mensch mit seinen Sinnen nicht erfassen, denn für ihn überlagern sich die gleichzeitig vorliegenden Informationen. Genau diese Eigenschaften machen es auch wieder schwierig, diese quantenmechanischen Systeme experimentell zu kontrollieren. Die technischen Anforderungen sind einfach viel höher als das, was man von solchen klassischen Computern kennt. Die Quantenexperimente funktionieren bislang nur bei annähernd minus 273 Grad. Die extreme Kälte schützt die Elektronen vor störenden Umwelteinflüssen. Denn bereits die Kollision mit einem einzigen Luftteilchen kann die Ordnung im System zerstören und die Messung verfälschen. Es ist eine interessante Mischung aus Grundlagenforschung, wo man sehr tief in die Physik einsteigen muss und immer wieder interessante Effekte sieht, neue, sehr grundlegende Herausforderungen hat und am Ende steht doch eine konkrete Anwendung, die einen ganz praktischen Zweck hat. Aber man braucht schon, gerade in den Anfangsphasen der Forschung, großes Durchhaltevermögen. Es dauert einfach sehr lange, bis so Experimente zum Erfolg führen. Und darf sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen. Der Wechsel von den Elite-Universitäten Stanford und Harvard nach Aachen hat sich für Hendrik Blum gelohnt. Die Forschungsbedingungen sind hier optimal für ihn. Trotzdem aber warnt er vor überzogenen Erwartungen. Man braucht vielleicht noch so 15 Jahre Grundlagenforschung, dann 15 Jahre weitere in die technische Umsetzung und dann nochmal so lange, um so ein Ding wirklich zu realisieren auf großem Maßstab. Sie müssen sich vorstellen, wir arbeiten jetzt an einzelnen Qubits. Irgendwann muss man mal 10 und Hunderttausende davon zusammenschalten, um wirklich mal mit anfangen zu können. Diese ganze Technologie existiert heutzutage noch gar nicht. Hendrik Blum träumt trotzdem davon, dass seine Forschung die Welt künftiger Generationen grundlegend verändern wird. Meine Vision ist im Grunde, dass irgendwann in 50 Jahren
in Jülich oder einem ähnlichen Forschungszentrum ein Quantencomputer betrieben wird, zu dem ich und auch viele andere Gruppen was zu beigetragen haben, den zu entwickeln. Und wenn man dann vielleicht noch einen Schritt weiter geht, dass der vielleicht dazu führt, so etwas wie eine verlustarme Stromversorgung aus der Sahara hierher mitzuentwickeln, um erneuerbare Energien besser zu nutzen zu können.